herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde Let's Play Stray. Und wir haben uns gerade ein bisschen ausgeruht, weil wir hatten das ja ganz anstrengend, ne? Die Mietetatze und mit unserem neuen Freund B12. Und da muss erstmal ein bisschen ausruhen. Das war ganz niedlich. Ne, haben uns jetzt mal ein bisschen. Und wir haben jetzt neue Robo-Kumpels. Ne? Also da haben wir getroffen und so. Die können wir anschnurren und anstupsen. Naja. Ich find's knuffig und wir machen jetzt mal eine Runde weiter hier. Wir haben gehört, wir können vielleicht hier irgendwie rauskommen, wenn wir irgend so einen Typen da treffen. Und irgendwie Zorks sind diese komischen Viecher, die aussehen wie irgendwelche Zecken aus, übergroßen Zecken aus einem Horrorfilm. Naja, Entschuldigung. So, dann ziehen wir das hier wieder auf. So. Ach so, haben wir uns. Ja. So. Gut. Haben wir genug jetzt ausgeruht? Muss doch mal sein jetzt, ne? Bibi, siehst du ein? Wir gucken uns natürlich hier um. Vielleicht finden wir haben rausgekriegt, dass Energy Drinks die Währung sind. Da willst du von dem Scheiß mal ein bisschen loskommen. Also ich trinke auch ein bisschen mal gerne Energy. Wo sind wir denn? Alter, wie geil ist das denn? Können die rumlatschen? Eis ist cool. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Okay. Die sind so. Warum sind das so komische Roboter? Und das sind die Augen, das geht doch gar nicht. Das ist ja. Das ist eine alte Sprechanlage oder sowas. Aber da ist ja keine Linse drin bei den Augen. Wie lesen denn die? Okay. Ja. Mann, diese Steuerung. Komm schon. Ja, mach. Ja, ist ja gut. Wollen wir eine Runde Poolbillard spielen? Ja, wir können eine Runde Poolbillard spielen. Wie geil. Du kannst dich mit dem Spiel hier echt. Ach, Kacke. Nee. Hm. Naja, dann wird wohl nichts mit Mietzen Pool. Was ist das? Können wir das essen? Hoffentlich wird uns nicht schlecht. Merken, okay. Was hast du jetzt gemacht? Essen die das wirklich? Achso, das ist gescannt. Alles klar, merken. Die Übersetzung ist vielleicht manchmal nie so Bombe. Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Was? Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Okay. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Ach Mensch, Star Trek-like. Was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt? Eine Erinnerung freigeschalten. Scheiße, muss ich mal noch gucken. Achso, oben. Fragmente. Und wenn wir es dann sehen. Was zur Hölle? Daten. Ah, okay. Okidoki. Aha. Sonst noch was hier? Was Interessantes? Okay. Okay.
Dann gehen wir wunderbar, hä? Mal sehen, was hier unten los ist. Ach Gott, wie geil ist das denn? Ich wär nicht mehr. Alter, ich bin so gespannt auf diese Story. Was ist das denn? Jakob, Mitarbeiter des Monats. Okay, das ist unser Barkeeper. September 27. Ja, was? Okay, die haben schon mal unsere Zeit. Wahrscheinlich unsere Zeitrechnung. Oh, Entschuldigung. Habe ich deinen Trink runtergehauen? Was willst du? Willst du etwas? Okay. Okay, die sagen dasselbe. Und diese alten Röhrenmonitoren. Warum noch diese alten... Okay. Alter, geil. Geh doch. Okay. Besowski-Robot. Es sind, die sind, alle Individuen sind da gleich. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Ja, gut, das wissen wir. Momo ist ein echter Fan diesem Mythos. Du solltest es ihm zeigen. Seine Wohnung ist ganz oben. Halt auch schon nach einem orangefarbenen Neonschild. Ja, wissen wir schon. Ich schau mich bloß um, mein Diggerle. Ne? Aber irgendwie sind die knuffig, weiß auch nicht. Okay. Alter, hat ja... Das ist so ein... So ein Ding wie bei Zurück in die Zukunft, diese Formen. Okay, das ist die Wetteranzeige. Kann ich übersetzen? Nee. Ich geh mal in dein Lager. Nein, nicht. Gibt's nicht. Wie kann denn ein Roboter Besowski werden? Alter, cooles Slums. Cooles Slums. Oh. Wer bist du denn? Du siehst ein bisschen aus wie ein Turk, zumindest aus der Ferne. Deswegen habt ihr euch erschrocken. Ja, Entschuldigung. Das ist kein Turk. Das ist eine Mietetatte. Die sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Diese Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind furchterregend. Ach du Scheiße. Jo, das habe ich gemerkt. Die wollten mich auch schon fressen, Digge. Das habe ich gemerkt. Ich bin ein Alter. Aber ich bin ein Kampfkotz. Ich bin ein richtiger Taschentiger, bin ich, gell? Deswegen... So, haben wir unsere Runde eigentlich auch gedreht, oder? Na, das sind die beiden. Ach, tut mir... Wer ist das denn? Hä? Hat er was gefangen? Mal klauen die was? Schweine! Wir schauen uns natürlich erstmal um. Okay, komm, das Kratzen nach, wie süß. Bist du einer der Störenfriede, die auf dem Dach mit Farbeimern spielen? Ach so. Hau ab mit der Farbe. Ich bin es satt, wegen eurer Schweinereien meine Treppe zu putzen.
Den bin ich doch nicht. Muss noch mal probieren. Wir probieren es nochmal. Sagt dasselbe? Bist du einer von denen? Okay, der sagt dasselbe. Ah, ich muss das bei manchen Spielen. Gibt es nämlich dann bei verschiedenen Versuchen verschiedene Antworten. Okay, wir gucken nochmal, ob wir nochmal mit Leuten reden. Vielleicht erfahren wir was. Achso, übersetzen. Tauschhändler, Super Spirit, Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Okay, oh, vielleicht kann Elliot Programmierung uns helfen. Wo ist denn das? Das geht da lang. Okay. Okay, wir gucken erst nochmal hier. Übersetzen. Ankündigung, ich bin auf der Suche nach Notenblättern. Was? Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Was? Moruske. Oder so. Okay. Also können wir schon mal Notenblätter, wenn wir die kaufen können. Wenn wir irgendwie... Ja, wir finden keinen Energy Drink. Okay. Ich habe noch keinen Energy Drink gefunden. Was ist das denn? Ruhe in Frieden. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Okay. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Oh Gott. Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Philosophisch, mein Freund. Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Okay, wir müssen zwar alle finden, dann erinnerst du dich wahrscheinlich dran, was du bist, gell? Hier können wir nirgendwo... Ach doch, doch, doch. Oder? Nee. Energy Drink K2 nehmen. Geil. Können wir das nochmal machen? Ich will noch mehr Energy Drink. Ach Kacke, da kann man ein Notenblatt kaufen. Hier bin ich hergekommen, ne? Diese Ritze da hinten sind diese Mistviecher. Nee. War süß. Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nicht die Zorks waren. Okay. Ach, das war der, der Angst hatte. Okay, da kaufen wir jetzt noch das Notenblatt, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal in Richtung des... Ach Mann, ich muss überall hochspringen. Ich werde wirklich nur zur Katze. Ich muss überall hochspringen, wo es geht. Was ist das denn? Omas Kleidung.
Ach, okay, alles klar. Das ist das hier also. Ah, oh, Oma, da kann ich mit dir reden. Ah, oh, das ist ein liebes Omichen. Ach, knuffig. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen nach was? Schals gestrickt. Das, da hat man immer gut zu tun. Okay. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir ein Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Ach du Scheiße, kannst ja alles machen hier. Alter. Ja, ich hab nur, nee. Energy Drink. Stromkabel brauchen wir für die. Okay. Ach, hallo. Na, wie süß. Okay, das ist ein Alp. Ein, der bloß Dreck ist. Ja, jetzt kann ich mit reden. Oma hat mir diesen Kleider gemacht. Ganz schön. Schick, oder? Ja. Willst du etwas? Okay, nee. Ah, besitzen. Aliens Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Okay. Dann, vielleicht könnte dir helfen, mein Diggele. Mein kleiner Programmierfreund. Dann sag mal was. Du bist wegen Elliot hier. Er ist gleich da drüben. Okay. Okay, dann nicht. Ach, der pennt schon wieder. Okay, so wie ich es gemacht. Ah, besitzen. Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein, haben aber seit Tagen eine Seele. Haben aber seit wie viel? Oh Gott. Meine Fresse, das will ich dann ausrechnen. Stift und Zettel. Es tut mir leid, dass mein innerer Nerd dreht jetzt gerade frei. Das will ich dann in der nächsten Folge erfahren, wie viele Tore das waren. 25, 4, 4, 8, 7. Dreimal die 5 und dann die 6, ne? Ja. Mumu. Ah, okay. Okay, das ist 6, 7, 9, 10 stellig, oder? 6, 9, 10 stellig, ja. Okay, kommt hin. Ja, ne? Das muss ich. Sorry. Ach Gott. Entschuldigung. Wir gehen mal gucken hier. Komm, trip, 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 trip. Der Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Okay. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Okay. Ach, Coolio.
Ah, hier können wir wieder kratzen. Yeah, yeah, yeah. Finde wieder noch was. Oh, da haben wir ja. Manchmal nicht ganz so gut. Ne? Hoppala. Ups. Entschuldigung, war das eine neue Grafikkarte? Tut mir leid. Hä? Was ist denn? Nee. Ach Gott, wie süß. Ja, kann ich dir helfen? Hä? Ich hab ein Notenblatt. Da sagst du bestimmt dasselbe. Das ist ein Strand, davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Achso, ich kann dir wieder zeigen. Ein neuer Spieler, keine Instrumente, tut mir leid. Soll ich trotzdem das Notenblatt kaufen? Wo habe ich denn überhaupt schon das eingesammelt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Gott, das ist ein Geheimweg. Oh nee. Ach, statt ist ein Geheimweg. Jetzt sind wir wieder an der Bar. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal das. Sind wir schon lang gelatscht? Wird doch eine gute Runde. Nochmals, hallo, was willst du jetzt? Das hier ist dein Musiknotenblatt, ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Ja, ich weiß. Das kostet deine Dose. Ich probier's einfach mal. Bitteschön. Neuer Gegenstand. Ein Notenblatt. Ah, geil. Was ist das? Ach, scheiße. Das ist ein Satz, das Beste auf dem Markt. Okay. Tausche ich dafür ein super Spiel zu Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Ach, du Scheiße. Okay, da kann die uns verstricken, wenn wir... Was haben wir denn eigentlich im Inventar? Haben wir Reinigungsmittel? Wir haben Notenblätter. Zwei Notenblätter haben wir. Hm. Okay, na, wir machen erstmal weiter. Du hast uns einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zork. Zork. Der schläft. Oh Gott, ist das süß. Hier, die gucken. Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 304... Was? Okay. Okay, der will nicht. Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Oh
Okay. Der pennt bloß. Kann man hier noch irgendwas? Nö, ne? Hier ist eigentlich schon mal. Doch, hier war da irgendwas. Übersetzen. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Okay. Okidoki, okidoki, okidoki. Naja. Coolio. Würde ich sagen, dann wär's das mal wieder. Wir haben einen kleinen Streifzug durch die Slums gemacht. Und können wir ihn nicht hinlegen? Und ja. Da würde ich sagen, war's das mal für diese Folge. Und dann gucken wir, ob wir beim nächsten Mal zum Fahrstuhl gelangen. Und ob wir dann noch was, irgendeine Reinigungsmitteldose kriegen, dass die Omi uns mal was strickt. Das wäre ganz cool. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Stray. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sagte Michael Cooper. Ciao, Willi.